So Na? schön, dich zu sehen und dass wir heute wieder Zeit finden für ein kleines Interview. Ja, das finde ich Danke auch ganz. vielmals. Ja, ich danke dir, hallo. Ich danke dir, dass du wirklich dieses grandiose Konzept, dass du das möglich machst. Weißt du, was ich meine? Das bringt ja so viel ins Rollen. Aber da können wir ja dann gleich drüber Genau. sprechen. Ja, liebe Ute, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Wir hatten ja schon das Vergnügen, im März, glaube ich, habe ich nachrecherchiert. Inzwischen sind 10 Monate vergangen mit ganz viel. Da werden wir heute ein bisschen darüber sprechen. Herzlich willkommen an alle, die zuschauen, sich das anschauen. Mein Name ist Maja-Maria Tilg von der Oleon Akademie und ich organisiere schon das zweite Konzert für die Ute. Jetzt in Wien. Und darüber werden wir unter anderem auch sprechen. Hallo, Liebe liebe Ute. Maja. Hallo, liebe Maja. Ich freue mich riesig, dass wir mal wieder reden und yes, jeder, der noch zuschalten wird später. Genau. Diesmal schaue ich, dass ich es ein bisschen früher schneide, also vielleicht sogar heute noch, dass es rauskommt. Wir haben ja gerade so eine magische Zeit, astrologisch. Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest. Diese eine Zeit der Entschlossenheit und Ja, ja. du hast recht. Es ist eine Oh. besondere Zeit. Yes, das so Absolut. fühle ich es auch. So besonders. Ute, wenn du jetzt zurückschaust auf dieses Jahr, wir haben ja noch ein paar Monate, also, aber es ist ja bei dir jetzt ganz viel passiert, du warst viel unterwegs, du warst sehr präsent in Social Media, mit Konzerten auch, Kongresse, Benefits, du wurdest eingeladen. Erzähl mal, wie geht's dir jetzt so als ja, Star in deinem Metier schon, wenn man so will? Ja, du hast ja doch sehr an Bekanntheit jetzt zugelegt, rasant. Ja, irgendwie, es ist unbeschreiblich. Manchmal denke ich, Halleluja, jetzt wo ich 61 bin, kommt auf einmal die große Welle, so habe ich das Gefühl. Scheinbar, weil die Zeit jetzt reif ist. Mein Mann hat mal zu mir gesagt, du, vor 20 Jahren, da waren die Menschen einfach noch nicht in der Situation, wo sie jetzt sind. Da hätten deine Lieder vielleicht noch nicht so gefruchtet, aber jetzt ist die Zeit einfach da. Für diese Lieder, für diese Herzöffnung. Wir haben alle Sehnsucht in uns drin und wir spüren einfach seit vielen Jahren, dort, wo uns unser Ego oder unser Blabberer im Kopf hingebracht hat, das hat uns nicht so glücklich gemacht. Ich glaube, der Mensch war noch nie so auf der Suche nach innerem Frieden, nach Leichtigkeit wie jetzt in dieser Zeit. Und ich glaube, da komme ich einfach jetzt mit meinen Liedern wundervoll dazu. Und dann öffnen sich wirklich Türe und Tore. Das macht mir selbst als oft Gänsehaut. Das hat mich auch schon mal überrumpelt, wo ich gedacht habe, was kommt denn der jetzt gerade in mein Leben? Also, was für eine Welle nimmt, was für eine Geschwindigkeit nimmt das Leben an? Es wird größer, es wird mehr und gleichzeitig habe ich mich noch nie so nah mit mir selbst verbunden gefühlt wie jetzt. Mit 61. Ich bin so dankbar und so glücklich. Ja. Deine Story ist ja auch so eine Ermutigung an uns Frauen jenseits der 50, glaube ich. Einfach, ja, es ist noch alles möglich. Und du hast ja auch so viele wunderbare Lieder, die über diesen Mut singen, über das jetzt erst recht und dieses totale Vertrauen ins Leben und in die Liebe und in Gott. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Background. Wo holst du deine Kraft? Was ist deine Inspiration? Was ist deine Verbundenheit? Ja, weißt du was? Meine Stimme im Kopf hat immer gesagt früher, ich weiß gar nicht, ob ich so verbunden bin. Also ich höre gar keine Stimmen. Und also ich hatte so eine gewisse Vorstellung, wie das sein muss, wenn man sich verbunden fühlt. Gleichzeitig alle meine Texte sind aus der Verbundenheit gekommen. Die hat sich nicht mein kleiner popliger Verstand oben ausgedacht. Die sind einfach durchgeflossen, weil ich still wurde. Und wenn wir Menschen wirklich mal uns diese Ruhe gönnen und dann Fragen stellen, hey, wohin geht mein Weg? Was möchtest du, dass ich jetzt tue? Wohin möchtest du, dass ich gehe? Welches Lied soll jetzt geboren werden?
Und dann setzt man hin und dann fangen wir an zu schreiben und dann fließt etwas. Und es kann nur dann fließen, wenn wir uns aber diese Ruhe schenken, aus der wirklich alles geboren wird. Und nach wie vor ist es für mich die Stille, die Natur, die mich da immer wieder zu mir zurückbringt, wenn ich mal mit meinem Verstand wieder ein bisschen zu sehr im Außen war. Und dieser Tanz ist es. Ich komme jetzt gerade aus der Schweiz zurück, habe da 3 Tage mit wundervollen Menschen verbracht, durfte singen auf der Bühne und danach liebe ich es auch wieder total, in die Stille zu gehen, ja, in diese Ruhe. Und da tanke ich meine Kraft auf und dann frage ich, es kommen wieder neue Impulse. Alles wird aus der Stille heraus geboren, die wir uns oft nicht gönnen. Ja. Wir haben so eine Angst vor dieser Stille, als wenn irgendwas ganz Schlimmes kommt oder der Kopf sagt, nein, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss noch diese E-Mails beantworten und jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich dies, weißt du, also unser Kopf, ich nenne meinen Ego-Verstand liebevoll Monsieur Jacques, dem fällt immer was ein. Da hat 1000 Gründe, warum ich mich jetzt nicht ruhig hinsetze. Und ich saß heute Morgen schon einige Stunden draußen in der Sonne, ich habe Rehe beobachtet und da ist sofort diese Anbindung und ich sage, oh, ich tanke auf. Ja. Und dann, ich meine, die mit der Liebe, wir sind Liebe. Da beißt die Maus keinen Faden ab, ganz egal, was gerade in uns ist. Ich habe mir nur jetzt angewöhnt und das ist einer wirklich meiner wertvollsten Erkenntnisse in den letzten Monate vielleicht sogar, wirklich alles zu lieben. Jeden Gedanken in mir. Ich brauche kein 3-Schritte-Programm, wie komme ich in meine Kraft? Ich liebe einfach das, was da ist. Ich liebe jetzt gerade, ich fühle mich gerade so unsicher. Ah ja, komm her, ich liebe dich, Unsicherheit. Ich habe gerade so Angst, schaffe ich das? Komm mal hier, meine Angst, ich hole dich in mein Herz. Ja, also wenn ich alles in mein Herz hole, oh, das möchte ich gern haben, was die da haben. Ja, komm mal her, mein lieber Neid, ich hole dich auch in mein Herz. Was hat dann mein Ego-Plapperer noch eine Chance? Nulliente. Wenn ich jeden Gedanken, oh, das ist kein Gedanke, das schaffe ich nicht. Komm mal her, mein lieber Gedanke, dich hole ich auch in mein Herz. Alles, was es dazu braucht, ist ein bisschen Wachsamkeit. Dieses Bewusstsein, was denkt es gerade, was fühlt es gerade. Und das macht mir Spaß, ja, wirklich wachsam zu sein, der Herr in meinem Hause zu sein, damit mein kleiner Monsieur Jacques da oben nicht Chaka-Chaka machen kann die ganze Zeit. Ja. Und das möchte ich zu den Menschen bringen. Hey, die Liebe, die wir sind, dafür sind wir ja angetreten, für nichts anderes. Nur für die Liebe. Und jetzt freue ich mich, ich bin so berührt, und ich könnte dich dafür ewig knuddeln und drücken, dass du dieses Konzert für mich in Wien, in diesem wunderschönen Saal möglich machst. Davon habe ich wirklich auch geträumt. Ja, ich habe gedacht, oh, wie wird es sich anfühlen, in so einem Saal, in einem schönen Saal zu singen mit Glitzer und boah, dann kommst du mit den Kronleuchtern und die Stuckdecken. Und es ist wirklich, es ist, ja, das sind die Wunder, die Wunder. Wenn wir uns mit unserem Herz verbinden und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, hilf du mir, mein höheres Selbst. Dann kommen so Menschen wie du in mein Leben, die sagen, weißt was, Ute, ich sehe dich. Ich sehe dich in deiner Größe und ich werde dir einen wundervollen Rahmen bieten für diese Lieder. Wow, da kommen schon wieder fast die Tränen, weil, weißt du, dieses Sehen, dieses wirklich gesehen werden, und ich glaube, natürlich kommt es, weil ich auch mich sehe. Ich sehe mich mehr und mehr, so wie bin ich ein Geschenk, ja. So wie jeder ein Geschenk ist, aber ich spüre es einfach. Und das fließt raus, ja. Und ich habe keine Ahnung, wie und wann und wo, aber ich weiß, die Wunder geschehen. Und mit dir, liebe Maya, kommt schon wieder so ein Wunder in mein Leben, von dem ich geträumt habe. Danke. Ja. Ja, für mich ist das genauso ein Geschenk. Ich weiß nicht, was da bewegt sich in mir, ganz eine tiefe Freude, wenn ich für dich diesen Raum öffnen kann und du Bühne hast. Also das, ich, für mich ist das neu in dieser Form auch, ja, aber ich merke, da ist mein ganzes Herz dabei. Und ich wusste, wenn du nach Wien kommst, dann muss es ein Raum sein, der einfach deine Essenz,
deine Botschaft, deine Seele, deine Liebe auch mit ausstrahlt. Und ich habe mir ein paar Sachen angeschaut und es waren alles schöne Räume, ja. Aber manche waren so kühl und ein bisschen kopflastig und zu perfekt fast im Sinne von aus dem Ei gebellt. Und dann kam ich zu diesem Lorelei-Saal in so charmant, so authentisch. Und dann wusste ich, der ist es. Und der ist ja so bestückt mit Technik, also ganz neu. Und Licht und so, ja. Und das ist der Raum für die Ute. Oh, ja, danke echt. Danke für diesen Impuls, danke für dein Herz und dass du dich wirklich auch da getraut hast, zu sagen, ja, das wird es sein, das ist der passende Rahmen. Ich glaube, weißt du, ich glaube auch, dass immer Mut immer belohnt wird und immer, wenn wir dem Herzen folgen und nicht, weißt du, der Kopf will programmieren, der Kopf will berechnen, aber das Herz will einfach nur lieben. Und wir haben das wirklich verlernt, unserem Herz zu vertrauen. Ja, wir sind so kopfgesteuert worden und da nehme ich mich nicht davon aus, was habe ich mein Leben immer kontrolliert. Jetzt mag ich nicht mehr kontrollieren. Ich bin wirklich müde vom Kontrollieren. Und ich muss das gar nicht mehr machen. Die Dinge kommen, wenn die Zeit reif ist. Die Menschen sagen immer, Ute, ja, wann ist es endlich soweit? Wann kann ich durchstarten? Wann läuft das? Und ich sage, hey, sei im Vertrauen. Du bist genau da, wo du jetzt bist, am rechten Platz, zur rechten Zeit. Die Dinge kommen. Das Drehbuch ist geschrieben, die Dinge kommen. Entspann dich, genieß dein Leben, chill, mach kleine Schritte und sende immer wieder deine Wünsche oder was du denkst, was dein Wunsch ist, gib es ab. Ja, und dieses Abgeben, das haben wir irgendwie alle nicht gelernt, ja, diesem höheren Selbst zu vertrauen. Und gleichzeitig ist damit auf einmal wird alles leicht. Ich merke sofort, wenn ich wieder zu viel im Kopf bin, wird alles schwer und es wird Krampf. So haben wir es schon immer gemacht, so machen wir es jetzt auch. Nee, so will ich es nicht machen, das ist das alte Denken. Ich möchte es neu machen. Ich möchte so, wie mein Herz mir das sagt, das was, ich sage immer, ich will zurücktreten, ich will wirklich komplett zurücktreten, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Zeig du es mir, mein höheres Selbst. Und dann kommt sofort dieses Lächeln in mein Gesicht und ich merke, es wird weich im Herz. Und dann weiß ich, yes, ja. Was auch immer dann aus mir rausfließt, das ist, kommt richtig, das kommt im Herzen an. Und es wird Früchte tragen, auf seine Art und Weise. Nicht wie mein Plapperer denkt, dass das zu sein hat, sondern so, wie es dem höchsten Wohle dient. Genau. Und ich glaube, genau das ist die Botschaft, die die Menschheit jetzt braucht und wo auch die Offenheit da ist. Deswegen kommen sie, deswegen lauschen sie diese Lieder, diese Erfahrung und du singst ja nicht nur. Es ist, du bringst was Höheres herein. Ja, genau das und das, die Leute wollen das hören. Wie geht denn jetzt Leben? Jetzt ist alles durcheinander. Wir sind zwischen den zwei Welten. Ja, das alte passt nicht mehr. In vielen Bereichen sind die Menschen einfach verunsichert. Wie siehst denn du jetzt, was hast du jetzt für einen Blick auf das große Ganze, wenn man so das Chaos der Welt ein bisschen betrachtet? Du hast jetzt echt viel schon erwähnt dazu, aber vielleicht hast du es nochmal in ein paar Sätzen so den Menschen, die jetzt auch so verunsichert sind, beschreibst. Also ich sage immer, das Chaos im Außen ist das Chaos im Innen. Ich hatte in der Corona-Zeit, war ich immer so stinkig, was da alles draußen geschieht und dies. Und da habe da einen riesen Shitstorm selbst, also habe mich da reingesteigert. Und dann habe ich auf Facebook geschrieben, das ist eine Frechheit, was da geschieht und dies. Fühle mich manipuliert. Und mittendrin hat nur eine Frau geschrieben, fühle. Und auf einmal habe ich alles wieder gelöscht und habe gedacht, nee. Jetzt baller ich einfach meine eigene Wut wieder nach draußen, das will ich gar nicht. Die fühle ich jetzt einfach mal, meine Empörung, meine Wut, meine Hilflosigkeit. Und ich glaube, wenn das jeder macht, werden die Bilder, die wir nach außen projizieren, andere Bilder sein. Denn wir sind Bildermacher. Alles, was wir in uns nicht fühlen, nicht lieben wollen, projizieren wir nach außen. Dann sind es die schwierigen Beziehungen, dann ist es der Geldmangel, dann ist es der Krieg und Ohnmacht. Dann ist es der Selbsthass. Ja. Wir tragen alle einen Selbsthass in uns. Und den wollen wir oft nicht fühlen. Und dann ist es leichter zu sagen, du bist schuld und du bist schuld.
Das ist die innere Schuld, die wir nicht fühlen wollen. Wir sind vollkommen unschuldig. Aber unser Verstand hat uns eingeredet, dass wir schuldig sind. Und da darf man gerne wieder rauskommen. Und deswegen alles ins Herz holen, das ist für mich. Und schon hast du einen Frieden. Ja, ich verzeih alles, was ich sehe. Wenn ich etwas sehe, und dann gehe ich damit in Resonanz oder nicht. Und dann sage ich immer, höre selbst, heile du das in meinem Geist. Schon könnte ich es nicht sehen. Was habe ich mich früher über andere aufgeregt? Was nimmt der viel Raum ein? Boah, der will immer im Mittelpunkt stehen. Hallo? Ich habe mich einfach selbst nicht getraut, mich in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe mir das nicht getraut. Ja, ich war immer bescheiden, hinten ran. Also alles, was ich an einem anderen verurteile, ja, ist etwas, wo ich mit mir noch gar nicht im Frieden bin, was ich in mir komplett ablehne. Und darum sage ich jetzt zu der Welt, hört auf, da draußen rumzukratzen, geht einfach nach innen. Was macht dessen diese Situation mit dir? Und übernehmt da die Verantwortung, fühle es liebend, ohne noch gleich wieder zu verurteilen, weil es ist nur, unser Ego will trennen, unser Herz verbinden. Und ich spüre sofort, auf welchem Zug fahre ich gerade. Der Ego-Zug will immer Drama, Schmerz, Hass, Ohnmacht, Ohnmächtigkeit, bla bla bla. Und der Zug der Liebe sagt, vertrau mein Herz. Du bist geführt. Du bist gehalten. Lehn dich zurück. Ich mach das für dich. Aber vertrau mir. Und in dieses Vertrauen wachsen wir Stück für Stück wieder hinein. Das Ego wird sofort sagen, aber was mache ich, wenn ich nicht vertraue? Und schon hat es wieder das gleiche Problem. Bei mir wird es ewig dauern. Ja, die hat schon kapiert. Bla, 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 bla. Hey, hör zu, merke, wenn wir am Schnacken an. Wenn der am Schnacken anfängt, boy. Und immer meistens fängt mit ich an. Ich kann das nicht. Und ich werde es nie schaffen. Ja, und deswegen habe ich meinem Ego-Verstand einen Namen gegeben. Und jetzt hat er ein Bild dazu. Ich weiß, wie er ausschaut. Ich weiß, wie er heißt. Und ich höre sein Geplapper. Und ich steige nicht mehr drauf ein. Und wenn ich mal drauf einsteige, dann denke ich, okay, da ist es gerade wieder, hast du gerade wieder ein kleines Drama erschaffen, hol's wieder ins Herz. Ist wieder was ganz Altes. Denn so ein Egolein kann immer nur die Vergangenheit wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen. Was habe ich gedacht früher, dass ich ein Versager bin? Nur weil ich mit 16 einen Eignungstest bei der BASF vermasselt habe. Und mein Vater damals enttäuscht war, dass die Tochter da nicht in die Chemiefabrik rein ist. War es ein Glück, dass ich da nicht reingegangen bin. Danke, sage ich immer wieder, danke, danke. Aber als junges Mädel war ich traurig und dann habe ich wirklich mal in mein Tagebuch reingeschrieben, ich bin ein Versager. Weißt du, wie lange ich an dem Gedanken festgehalten habe? Egal, was ich geschafft habe, erschaffen habe, was mir gelungen ist, eine Sache ist schiefgelaufen, schon wieder habe ich da gleich gesagt, bist ein Versager. Wow, bis ich diesen Gedanken genommen habe, und haben wie ein Kind gehalten und habe gesagt, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich. Lieber Gedanke, komm in mein Herz. Jetzt machen wir mal Frieden. Also nichts mehr wegmachen, sondern eher in die Liebe holen. Dafür sind wir ja angetreten. Liebe ist das Einfachste. Aber wir sind so gewohnt zu leiden. Wir sind so das Mimimi gewohnt und ich kenne es auch, ich kenne auch die Opferenergie. Oh nee, warum passiert mir das jetzt gerade? Weißt, das ist Opferenergie. Warum ist mir das jetzt passiert? Mit warum komme ich nicht weiter? Eher, hey, wie kann es jetzt besser werden? Oder was will mir das sagen? Oder ich hole es einfach in mein Herz. Und ich übergebe dieses Thema, dieses Problem, das mein Plapperer erschaffen hat. Ich übergebe es wieder an mein höheres Selbst. Regel du das. Ein Problem kann nie auf der Ebene gelöst werden, auf der es entstanden ist. Denn der Kopf ist ein Meister darin. Und dann gehen wir noch tiefer und dann müssen wir die Ursache finden. Und weshalb und warum? Und das ist immer wieder im Kopf. Ich entscheide, ob ich jetzt 3 Wochen an einem Thema rumnag oder ich sage, hey, es darf auch leicht gehen. Das Ego sagt, no, da werde ich Jahre brauchen. Da wird es auch so sein. Wir haben ja immer recht. Aber was wäre, wenn ich sage, nein, ich bin Schöpfer. Wie wäre es, wenn es ganz leicht geht? Ja. So mit der Wunderlampe. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ja, weil yes. Du gesagt hast, oh, ich werde ewig brauchen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ja, genau. Du hast immer recht, Baby. Ja, es ist der Hammer. Ja.
Und der Boden ist bereitet. Also das spüre ich jetzt auch, ob es jetzt an der Sternenkonstellation oder jetzt, ich spüre es, es ist deutlich spürbar, dass wir raus aus der Opferenergie Genau. gehen, wenn wir möchten. Ja, es gibt da Menschen, die sagen, dann sage ich, der Schatz, halt, da bleib halt noch ein bisschen drin in dieser Opferenergie. Vielleicht möchtest du dadurch Zuwendung haben von außen. Aber dann wären wir wieder so abhängig. Ich möchte mir lieber die Zuwendung selbst schenken. Ja, und selbst wenn ich spüre, jetzt fühle ich mich gerade ganz klein oder unsicher, ja, ich hole die Unsicherheit wieder in mein Herz. Es ist alles in uns. Es ist nichts da draußen, was uns den Frieden und die Liebe und die Freude bringt. Ja, kurze Momente, yes, aber danach geht es ja wieder los. Sein Ego sagt, jetzt haben wir dieses Ziel erreicht, jetzt brauchen wir das nächste. Was wäre aber, wenn die Liebe nach der, diese Sehnsucht, die wir alle haben, schon längst da ist? Wenn alles schon längst befreit, erlöst ist. Und dafür, ich wollte gerade sagen, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Okay, keine Werbung jetzt. Ich wollte nur einfach sagen, dafür bin ich jetzt halt angetreten. Ich sage immer, ja, ich denke schon, dass es meine Bestimmung ist, das hinaus zu transportieren zu den Menschen, sie zu erinnern, liebevoll wachzurütteln. Und das ist, was wir wirklich sind. Bei deinem Konzert im Juli in Hall, ja, in Hall in Tirol, da haben wir uns das erste Mal live gesehen und ich hatte auch das Vergnügen, dein erstes Konzert in deiner Ganzheit zu erleben. Und da habe ich erlebt, dass diese Ute Ulrich auf der Bühne einen total kabarettistischen Zug hat und so viel Spaß zwischen deinen tiefen, tiefen Botschaften, die so ins Herz gehen, kommt dann wieder so ein Witz, der uns die Bäuche halten lässt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte dich mal fragen, machst du das spontan? Hast du eine Kabarettistenausbildung? Woher kommt dieser Witz? Die Kabarettistenausbildung, das wäre jetzt der Hammer. Wie lerne ich Gibt das? es wahrscheinlich, oder sicher gibt es das, ja. Ich war als Kind war ich schon das Kasperl in der Familie. Also ich habe immer den Affen gemacht und das hat mir einfach Freude gemacht, die Menschen zum Lachen zu bringen. Ich hab dann auch vor 25 Jahren habe ich so Musicals teilweise, Firmenmusicals habe ich gesungen. Ruckzuck war klar, ich kriege die komischen Rollen, weil es mir einfach Spaß macht. Ich habe einfach, ja, ich habe da sehr viel Spaß dabei. Und die Dinge fließen einfach. Also wenn man zu mir sagt, sei komisch, dann fällt es mir natürlich ganz schwer. Aber wenn keiner was sagt, dann blabber ich einfach das raus, was gerade da ist. Und das gefällt mir am besten. Ich habe in der Corona-Zeit, habe ich ja irgendwann im Auto bin ich gefahren und habe mit meinem Ego-Verstand gesprochen. Und daraus sind dann die einige Videos Monsieur Jacques entstanden. Wie hieß es? Oh Gott, super, jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen. Monsieur Jacques heißt es nicht. Monsieur Jacques, halt die Klappe. Klönschnack. Klönschnack mit Monsieur Jacques aus dem Auto heraus. Und das sind die spontanen Dinge, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich so am Autofahren bin, wir haben ja alle da unseren Plapperer auf der Schulter sitzen. Und dann, es waren Situationen, einfach lustige Situationen, wo ich an der Ampel gestanden habe. Vor mir war grün und der vor mir fuhr nicht an. Und ich sage, ja, fahr doch und Lichthupe und Hupen. Und auf einmal ist der Mann ausgestiegen. Und da weißt du, der Einzige, der gerufen hat, fahr doch und yeah, das war mein Ego-Verstand. Der war natürlich ruckzuck, hat er sich nach hinten versteckt, wie der Mann an die Tür gekommen ist. Haben Sie ein Problem? Ich so, nee, fahren Sie ruhig weiter. Und über solche Storys erzähle ich halt. Und was mir geschieht, das binde ich mit ein, wenn es gerade kommt. Also ich plane nichts bei meinen Auftritten. Ich weiß, mein Ego möchte so gern, dass ich plane. Das Einzige, dass ich mal hinschreibe, welche Lieder ich singe. Aber wann ich die singe, weiß ich nicht. Und was ich dazwischen rede, das weiß ich auch nicht. Und das ist gut so. Genau. Weil so Ja. bist du ganz frei. Genau. Frei von einem Konzept, genau. Ja, du hast ja heute einen tollen Hintergrund. Wir haben am Beginn kurz drüber gesprochen. Und vorhin hast du erzählt, du hast heute schon dir Zeit genommen, mit den Rehen zu sein, ja, in Ruhe.
Und vielleicht interessiert deine Fans auch mal ein bisschen, wie lebt denn die Ute Ulrich, wenn sie privat ist, wenn sie gerade nicht auf Tour ist und auf der Bühne steht? Wo tankst du auf? Was ist deine Herzensheimat? Wo lebst du? Ich wohne ganz oben, 60 Kilometer nördlich von Hamburg, in der Nähe von Itzehoe, in der Nähe von Neuendorf, in der Nähe von Wilster, Neuendorf. Da wohne ich auf einem Restbauernhof ohne Nachbarn, in der Stille, mit meinem Mann, dem Kater und ab und zu unserer Tochter, wenn sie gerade aus dem Ausland da ist. Ja. Und es ist wirklich ein Ruhe, ein Kraftplatz, das spüre ich. Da tanke ich wirklich auf. Früher bin ich jetzt noch in den Wald gegangen. Das mache ich auch noch gern, aber es reicht oft einfach rauszugehen, über die Felder zu laufen. Bei uns ist ja alles ganz flach. Ja. Ich habe noch eine Stunde bis ans Meer, wir sind so mittendrin. Aber ich lasse mir auch gern den Wind durch den Kopf blasen gerade, den Kopf frei machen, gerade wenn starker Wind ist. Doch das liebe ich. Es ist sehr urig, sehr naturverbunden hier, ja. Ja, das ist auch gut, um wieder zu wurzeln, glaube ich, ja. Wenn man so unterwegs ist jetzt wie du, einfach so eine richtige Base zu haben, wo du für dich sein kannst, auftanken, dich wieder nähern kannst, genau. Ja. Das ist, ja, ich habe mal gehört von Human Design, dass ich ein Projektor wäre und dass die immer, pam, alles geben, aber dann brauchen sie wieder Ruhe- und Pausephasen. Und das mache ich auch. Du bist auch ein Projektor, ja. Also ich werde auch mir noch vor dem Konzert im Januar oder irgendwann, ich möchte mir noch eine Pause geben, einfach um dieses, um zu spüren. Mein Kopf, weißt du, der Kopf will wieder so viele Pläne machen, sage ich nein. Es geht gar nicht darum, dann tausendmal auf Social Media zu sein. Es geht darum, bei mir in meiner Präsenz zu sein. Da kreiere ich, das strahle ich aus. Nicht, wenn ich meine, ich muss das und das tun, sondern es ist ein Ruf, den ich aussende, aus dem Herzen. Und die, die kommen werden, hören diesen Ruf. Dieses Konzert ist jetzt schon voller Magie, muss ich dir sagen, weil von allen Seiten eine Unterstützung kommt. Leute kommen aus Köln und sagen, du, dein Konzert in Österreich ist in aller Munde dort. Die Leute kommen von nah und fern und sagen, ja, Free Spirit. Und dann gibt's, also es gibt von allen Seiten wirklich Liebe und Hilfe und Leute, die sagen, wir wollen kommen, endlich kommst du nach Wien. Ja, das ist etwas, wo ich sage, ja, es nimmt eine Fahrt auf. Und das macht mich sehr, sehr dankbar. Ja, genau. Und das war mir jetzt auch ein Stichwort. Es gibt für alle, die Wien und Umgebung wohnen, so kleine Flyer. In A6 ist das, eine Karte. Und das wunderbare... Wow. Ich liebe es. Und wenn ihr das jetzt seht, die jetzt zuschaut und sagt, ich kann ein Plakat aufhängen, wo auch immer in Österreich, ja, es kommen ja die Leute von weit und breit. Also es ist ja nicht nur so, dass die Wiener kommen. Die Schweizer. Also gestern hat meine Freundin Doris Müller gesagt, weißt du was, ich komme nach Wien. Ja. Also es ist einfach, sie kommen von nah und fern. Nah und fern, genau, genau. Und das erste Ticket wurde von einer Münchnerin gebucht. Yes. Genau. Entfernung spielt keine Rolle, genau. Nee. Es ist die Energie, wir spüren etwas und das ruft uns. Und nicht, wo der Ort ist, es ruft einfach. Und ich danke dir von ganzem Herzen, du bist ja für mich die Frau der 1000 Talente. Ich danke dir von ganzem Herzen, die Leute sagen halt, boah, wer hat diese tolle Plakate entworfen? Sage ich, das macht alles die Maya. Du bist echt, du bist die Queen der Homepages, der Flyers, der Plakate, der Planung, der Organisation. Ich muss es jetzt einfach mal sagen, ich bin wirklich, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke. Ja, das musst du dir sagen. Das ist das Feeling hier. 1000 Ideen und ja. 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 Also kann ich wirklich von Glück sagen, wenn ich es nicht lieben würde, würde ich es nicht tun. Genau. Das merke ich bei dir. Und es ist einfach, ja. Du hast schon das Tirol, das die Konzert in Halle, das hast du schon so liebevoll gestaltet, wo ich in den Raum reingekommen bin. Auch da hast du einen wunderschönen Raum gefunden, weißt du. Du hast wirklich ein Händchen, ja. Menschen in das rechte Licht zu setzen und ihnen diese Bühne zu bieten. Ja, das berührt mich sehr. Wow.
Ich freue mich. Also immer, wenn ich im März denke, nächstes Jahr, jeha, habe ich so ein aufgeregtes, so ein freudiges Hüpfen. Ja, lass uns Ja, das gehen. wird groß. Das wird Ja. groß und Es gibt ja noch ein Interview, da, gell? Und ja, wir haben sogar eine ORF-Nachrichten oder nein, nicht Nachrichtensprecher, wenn eine Moderatorin, die auch zum Konzert kommen will. wirklich? Ja. Gisela Hafner hat gesagt, sie kommt. Ah, cool. Yes. Du kriegst ja dann noch, also wahrscheinlich, ein Live-Interview beim ORF, bei irgendeinem Radiosender. Da bin ich noch am Schauen, beziehungsweise ich habe jetzt da gute Kontakte in Wien. Und dann ein, zwei Tage vorher, damit die Leute noch Tickets kaufen können, wenn es noch welche gibt. Wenn es bis dahin nicht schon ausgebucht ist, warten wir mal ab. Wenn wir nicht ausgebucht sind, genau, 300 gibt's und weg ist weg, ne? Ja, es kommt. Es kommen die, die dafür Ganz genau. in Resonanz gehen. Genau, so ist es einfach. Ja. Ja, liebe Ute, ich habe noch eine Frage. Du hast es vorher auch kurz angedeutet. Es sind ja viele junge Leute, egal welchen Alters, aber Newcomer unterwegs, die auch eine Botschaft haben für die Welt, auf die Bühne wollen, ob als Speaker, Musikerin, Sängerin, mit was auch immer. Und du hast gesagt, dass du auch gefragt wirst, ja, wann kommt denn meine Zeit? Was gibst du denen jetzt mit, so aus deiner Erfahrung jetzt, deiner Jahrzehnte eigentlich, wo du unterwegs bist mit der Musik, mit deinem Herzensding? Und jetzt bist du 61 und jetzt geht's auf. Ja, ich meine, es ist die letzten Jahre auch schon viel passiert bei dir, aber jetzt, glaube ich, hat es nochmal einen anderen Schub. Ja. Yes, absolut ein anderer Schritt. Weil die Zeit reif ist. Weißt du, es ist immer der Einzige, der fragt, ist das Ego. Wann kommt endlich meine Zeit? Unsere Zeit ist jetzt, genau da, wo wir sind. Und wenn wir da mit unserer ganzen Liebe sind und unserer ganzen Aufmerksamkeit, sind wir immer am rechten Platz. Und alles Weitere, weißt du, geh los. Ja, also es das heißt jetzt nicht, bleib die ganze Zeit auf der Couch sitzen. Ich habe halt irgendwann mal einfach angefangen, ohne Erwartung. Das erste Album 2012, da war ich 50. Das war so mein. Im Grunde genommen habe ich es am Anfang erstmal für mich gemacht, weil ich da Themen verarbeitet habe in Lieder. Und habe gedacht, ja, jetzt mache ich mal eine CD davon. Und dann auf einmal kamen Menschen und ich so, oh, Menschen, die mögen das auch. Die fühlen sich so verbunden. Also ich glaube immer, wenn du etwas hast, wofür dein Herz brennt, was dich glücklich macht, mach es. Und mach es am Anfang auch gern nebenbei. Ich habe die Musik, ich habe immer noch als MTA im Krankenhaus gearbeitet. Und am Wochenende bin ich singen gegangen. Also, weißt du, egal was wir machen, einfach für das wir es tun. Wenn jemand gern malt, mal. Wenn jemand gern mit Kindern, also es ist alles bereits da. Und ich habe immer gelernt, ich trete zurück. Hey, wenn ihr möchtet, ja, dass das irgendwas wird, brauche ich jetzt Unterstützung. Und dann schauen auf die Zeichen, welche Menschen begegnen mir. Oft sind wir so sehr mit unserem, so soll es sein, weißt du, dieses, ich will unbedingt einen roten Porsche haben, weißt du, so soll er genau aussehen. Und dann kommen die gelben und die und der BMW fährt vorbei. Nein, 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 es muss genau das sein. Oft lassen wir ganz wertvolle Momente an uns vorüberstreifen, weil wir so uns eingeschossen haben auf das, wie es unseres Egos sein soll, aber oft will das Leben etwas ganz anderes von uns. Ich habe junge Menschen, die sagen, ich will Medizin studieren, unbedingt. Aber ist das wirklich ihre Gabe, wenn es dann gar nicht klappt, wenn kein Studium, wenn gar nichts klappt? Auf einmal öffnen sich sie für etwas Neues und merken im Nachhinein, Medizinstudium wäre gar nicht für mich gewesen. Also das Leben macht keine Fehler. Dem wieder zu vertrauen und zu sagen, hey, was macht mich glücklich? Was macht mir Spaß? Ich gehe jetzt und setze den ersten Schritt. Und alles Weitere, dieses Leben schiebt sich unter unsere Füße, während wir laufen, genau. Ich muss nicht in die Zukunft blicken. Es reicht vollkommen, wenn ich Präsent im Hier und Jetzt bin. Und ein Lied anhören, Vertrau, Vertrauen. Genau.
Ja, echt. Weißt du, es ist echt, es ist wirklich, manchmal ist es witzig, ich steige mein Auto ein, wo ich alle Liter drin habe. Ich starte und auf einmal, wenn ich irgendein Thema habe, so, ob das jetzt klappen könnte, auf einmal kommt geht die Musik an, es kommt Vertrauen, geh voran. Und dann weiß ich, ja, danke, da ist es wieder. Das ist das Zeichen, das ich gerade gebraucht habe. Da habe ich jetzt Gänsehaut. Wir kriegen so viele Zeichen. Das sind die Zeichen, ja, Ja. minimal, nicht die mega, 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 aber genau das, folge den Zeichen Schritt für Schritt. Ja. Absolut, ja. Manchmal ist es, ich fahre nach Hamburg, das ist schon einige Monate her, ich war wieder voll in irgendeinem Gedanken, so, ah ja, okay, dann muss ich das noch machen. Oh, da habe ich eigentlich gar keine Lust, das ist mir so anstrengend. Auf einmal kommt ein Riesenschild oben, Gott ist bei dir oder irgend sowas. Und ich so, ah, okay, ich muss es nicht alleine machen. Und schon war ich wieder total entspannt. Ja. Also es ist einfach, vertrauen wir jetzt unserem höheren Selbst oder noch nicht? Und vielleicht sind wir auf dem Weg dahin und es ist genau richtig, wo wir sind. Vielen herzlichen Dank, liebe Ute. Das war ein schöner Schlusssatz. Jetzt freuen wir uns auf dich in Wien, wieder live zu erleben oder für viele zum ersten Mal und deine Energy zu spüren, Spaß zu haben mit dir zu weinen, unser Herz wieder mal so richtig, ja, in die richtige Position zu bringen, ganz einfach, ja, uns wieder Auszurichten, Spaß genau. zu haben. Auf Genau. die Liebe Diese Gabe Christi. hast du wirklich. Also, ich habe so oft gehört, jetzt die Leute, die jetzt bei deinem Konzert schon waren, wie die raus sind. Manche wussten gar nicht, die wurden ja mitgeschleppt teilweise, ja. Die wussten ja gar nicht, was kommt da jetzt, wer ist die Frau. Und interessanterweise, die Leute waren oft gar nicht so unter Anführungszeichen spirituell oder so, ja, sondern deine Botschaft, da muss man nicht spirituell sein, das ist menschlich, das ist zutiefst, ja, universell. Genau. Ich habe mich am Anfang mit den Liedern eingeschränkt, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du für Musik, habe ich gesagt, ja, so für spirituell interessierte Menschen. Das stimmt überhaupt nicht. Die Lieder sind für alle. Genau. Es gibt anderthalbjährige Kinder, die mein Lied singen. So wie ich bin, so will ich sein. So die ganz Kleinen. Und es gibt über 80-Jährige, die mitsingen. Es kommen auch immer mehr Ältere, was ich wundervoll finde. Also der Bogen ist gespannt. Wer sich öffnet, wer spürt, hey, da ist irgendwie kann das nicht alles gewesen sein, da ist so tiefe Sehnsucht in mir, der wird richtig sein, wenn er kommt. Weißt du, so sieht's aus. Deswegen ist Und es die ein Ruf. Männer. Ja, die kriegen natürlich dieses besondere Lied, lieber Mann. Ja, ich bin dankbar, so dankbar um jeden Mann, der kommt. Der wird wirklich gefeiert. Wir brauchen Männer. Wir Absolut. brauchen Männer, die sich dafür öffnen. Raus aus dem Höher, schneller, weiter, sondern mehr rein in dieses Achtsame, Bewusste, Liebevolle. Ja, und Mann und Frau auf Augenhöhe. Und das, ja, da sind wir mittendrin. Wir sind sowas von im Wandel. Ja, danke vielmals, liebe Ute. Da war jetzt wieder so viel drin. Das ist so, ja, ein kleines Seminar, so ein Interview, habe ich das Gefühl, gell, Mein schon. Lieber, Vielen richtig, ganz voll lieben gedrückt. Dank. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wir bleiben verbunden. Yes, immer, genau, verbunden. Baba! So sagen sie, gell, bei euch. Tschüss! Ja, genau. Und Servus. Servus, 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 hört sich cool an. Bewegen musst du lernen. Servus. Servus, Servus, Christi und hallo, okay.